Kann eine Maschine die Sprache der Bienen sprechen? Das ist eine ebenso spannende wie faszinierende Frage, die Berliner Forscher beantworten wollen. Mithilfe eines Undercover-Agenten wollen sie den sogenannten Tanz der Insekten entschlüsseln. Dafür haben sie eine Roboterbiene in den Stock eingeschleust. Die kann nicht fliegen, aber darauf kommt es auch nicht an. Sie sieht aus wie eine Kapsel am Stock, aber tanzen kann sie wie eine echte Biene. Gerade spricht sie mit den anderen Bienen und die merken den Unterschied nicht. Die Robobiene ist Teil eines außergewöhnlichen Forschungsprojekts. Wir wollen Roboter verwenden, um mit Tieren zu sprechen. Das heißt Bienen und Fische und vielleicht noch andere in Gruppen lebende Tiere. Und mit den Bienen fing es an. Also da ging es darum, können wir den Bienen mitteilen, wo die hinfliegen sollen. Bienen sprechen per Tanz miteinander. Die tanzende Biene ist grün markiert. Durch den Tanz gibt sie Koordinaten weiter. Die Sammlerbiene kommt von weit weg und trägt die Informationen im Kopf. Wo gibt's was zu essen? Und dieser Ort muss gespeichert werden, denn er wird benutzt für den Tanz. Der Tanz sieht anders aus, wenn der Ort woanders war. Und die Nachfolgebienen, die diesen Tanz verstehen und dekodieren, die überführen das, was sie im Tanz in dem dunklen Stock an Vibrationen und anderen Reizen wahrgenommen haben, in ein Ortsgedächtnis zurück und fliegen aus. Auch dieses Ungetüm kann tanzen. Das ist der eigentliche Bienenroboter. Die Attrappe imitiert den Tanz durch Vibration und Kreisbewegung. Wie muss er tanzen, damit die Bienen an einen bestimmten Ort fliegen? Das herauszufinden ist das Ziel der Forscher. Ein paar Mal konnten sie die Bienen schon an einen vorher festgelegten Ort lotsen. Doch nicht alle Bienen reagieren auf die Maschine. Warum das so ist, weiß keiner. Bisher ist zu wenig über das Bienen- und Schwarmverhalten bekannt. Deshalb ist jede Biene mit einem Symbol markiert und wird von Kameras und Computern überwacht. So ähnlich macht Tim Landgraf es auch mit den Fischen. Er will lernen, wie der Schwarm funktioniert und ihn dann steuern. Dafür hat er Robofisch gebaut. Das ist ein Agent und der darf nicht auffallen. Er darf nicht erkannt werden als Agent. Und jetzt muss man fragen, was ist dazu notwendig, die richtigen Reize auszusenden. Was für Reize sind denn da notwendig überhaupt? Bei den Bienen ist es alles Mögliche von Duft über taktile Reize, die man da aussenden muss. Bei den Fischen ist das hauptsächlich die Optik. Also der Fisch muss eben aussehen wie ein Guppi, muss sich bewegen wie ein Guppi und das war's. Mit Bienen und Fischen reden, schön und gut. Aber wozu das Ganze? Landgraf versucht, die Gehirne und die Kommunikation der Bienen vollständig zu entschlüsseln. Wenn er das geschafft hat, lässt sich dieses Wissen vielleicht wieder in Roboter einbauen. In der Zukunft wären dann Fahr- und Flugzeuge vorstellbar, die sich selbst steuern und über neuartige, eigenständige Navigationssysteme verfügen. Doch bis es soweit ist, müssen noch viele Bienenhirne erforscht werden.